Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Linux, Kommando Cut. Mit dem Kommando Cut schneiden werden bestimmte Spalten einer Datei ausgeschnitten und auf die Standardausgabe geschrieben. Dabei können Spalten entweder durch absolute Positionen angegeben werden oder als Felder, die durch bestimmte Trennzeichen abgegrenzt sind, um zum Beispiel alle Usernamen aus der Datei Schrägstrich etc Schrägstrich passwd zu schneiden, benutzen wir die Feldbegrenzer Doppelpunkt und wollen nur das erste Feld sehen. Mit dem Kommando cut minus d Doppelpunkt Doppelpunkt als Trennzeichen minus f1, also Feld 1, und dann kommt die Datei Schrägstrich etc Schrägstrich passwd. So werden alle Usernamen aufgelistet. Oder zum Beispiel Feld 3 minus F3. So bekomme ich nur die User-IDs. Wenn wir aus der Liste aller laufender Prozesse die Prozess-IDs ausschneiden wollen, so müssen wir das mit absoluten Positionsangaben machen. Die Ausgabe von PS Hurks sieht ja etwa so aus. Die Prozess-IDs stehen also von Zeichen 9 bis 14. Um genau diese Spalte auszuschneiden, schreiben wir also PS Hurks, weiterleiten an das nächste Kommando mit dem Pipe-Zeichen, dann Cut minus C 9 bis 14. So bietet uns Cut also die Möglichkeit, jeden beliebigen Teil einer Zeile auszuschneiden und auf die Standardausgabe zu schreiben. Das ist natürlich hervorragend geeignet, um in Pipes weiterverarbeitet zu werden. Das war dieser Paul von Screencast. Ciao und viel Glück!